in Amerika, ich sag jetzt nicht so Dr. Dre und so, weil das so, das sind so die Klassiker. Aber einfach komplett andere Sachen machen. So nach dem ersten Part ändert sich der Beat komplett, dann kommt aber die Hook wieder von dem ersten Part und so. Ist ein bisschen durcheinander, denkt man am Anfang, aber es ist halt was anderes einfach. Und es wird ziemlich geil. Und da muss man auch sagen, der kommt eigentlich nicht aus dem Hip-Hop, kommt aus dem Pop-Bereich, hat jetzt aber auch zum Beispiel diesen Song gemacht von der neuen Smart-Werbung, die reinläuft. Ist auch ziemlich krass. Und mit dem mache ich jetzt auch gerade viel Hip-Hop so zusammen. So, herzlich willkommen im zweiten Teil. Ich weiß gar nicht, welche Kamera ich schaue. Ich schaue beide. ihr habt jetzt da draußen Du or Die gesehen. Ihr habt den ersten Interviewteil gesehen mit Jumper, mit Q-Beats. Und wir reden jetzt gleich nochmal über die Top 5 Produzenten in Deutschland und in den USA. So, mit wem fangen wir an? Soll ich anfangen? Fang du an. Ich bin immer der Voreilige. Nee, lass okay. Ruhig die Zeit. Also in Amerika, ich sag jetzt nicht so Dr. Dre und so, weil das so, das sind so die Klassiker. In Amerika Boy Wonder, T-Minus, Cardiac, Illmind und ja gut, OC mach. Ja, okay, OC. Okay. Und in Deutschland gibt's viele gute. Lass uns kurz bei den Amis bleiben. So, ja. Du hast erst Dr. Dre angesprochen, ja. Dann bist du aber in eine ganz andere Richtung gegangen, hast du so Trap-Produzenten genannt. Ja. Warum nicht Dr. Dre? Weil ich finde so, dass wie wenn du fragst, was so das krasseste Auto und du sagst, ja, Bugatti Veyron. Das ist so, ich finde so, dass so von der neuen Schiene, was ich sehr gerne höre, sind das auf jeden Fall die Produzenten. So die, keine Ahnung, ich finde so Pharrell und Dr. Dre und Scott Storch, das ist so, keine Ahnung, die machen so richtig krasse Beats auf jeden Fall, aber das ist einfach eine andere Generation, meiner Meinung nach. Du hast Ozzy genannt. Ozzy hat es vorgemacht, wie man in den Staaten erfolgreich wird. Yeah. Mittlerweile ist einer nachgezogen, der ist jetzt bei Timbaland unter Vertrag. Der kommt aus Gladbeck, glaube ich. Milli? Ja. Yeah. Kennt ihr den? Ja. Yeah. So, kann man das von euch auch erwarten, so dass ihr demnächst mal Beats rüberschickt? Keine Ahnung, mal schauen, was die Zeit bringt, aber ich gönne es den beiden auf jeden Fall. Also die haben sich das sicherlich verdient und sind nicht umsonst da, wo die sind. Auf jeden Fall. Und bei uns mal gucken, keine Ahnung, wie es sich entwickelt, warten wir mal nächstes Jahr ab. Okay, die fünf Deutschen? Wie gesagt, es gibt viele krasse in Deutschland. Mir fallen jetzt spontan ein Yoshimitsu auf jeden Fall, Abbas, Jumper, Judy und lass mich einen nicht vergessen, wen gab es denn noch? BKs. BKs finde ich krass. BKs, der macht mittlerweile auch also eher House, was ist das, was er macht? House? Ich weiß nicht, aber ich finde BKs so, auch die alten Sachen von ihm. Und ich glaube, er macht auch noch auf ein bisschen Hip-Hop. Ja, er war jetzt auf dem Shindy-Album und ich finde, die alten Sachen sind auch übertrieben krass. Also ich finde, BKs darf da nicht fehlen, auf gar keinen Fall. Hast du auch eine Rangliste? Oder sind es einfach fünf? Das sind einfach fünf, wer jetzt irgendwie, keine Ahnung, die machen alle übertrieben krasse Sachen. Was man halt gesehen hat, ist, dass der Josh halt, ich meine, Josh ist so, ich finde, Josh ist der krasseste, sage ich jetzt einfach mal. Hm. So, das ist meine Meinung. So, Josh ist eins und der Rest, die sind auch alle übertrieben krass, aber da kann ich mich jetzt nicht festlegen. Mhm. Wie schaut's bei dir aus? Boah, Top 5, da waren viele von dir dabei. Aber ich glaube, wen man oft vergisst und wer eine große Rolle spielt oder welche Produzenten eine große Rolle spielen, sind Paul Nissa auf jeden Fall und zum Beispiel Chalker F. Der Chalker F, der wird immer vergessen oder der wird nie erwähnt irgendwie, aber der Chalker F, der macht auch richtig krasse Sachen, zum Beispiel auf dem Shindy-Album oder dem Bizarre kann man ja auch dazu zählen. Auf dem Shindy-Album fand ich übertrieben krasse Beats drauf, also auf jeden Fall die drei und ja, sonst die gleichen von ihm, muss ich sagen. Amiland kenne ich mich sehr wenig aus. Ich höre von ihm immer so Boy Wonder und Hitboy und hier und da, aber oh ja, keine Ahnung. Ja. Illmind finde ich krass. So, der hat letztens eine EP rausgebracht, so dass es geht, ist alles sehr futuristisch. Ja. Also den finde ich auf jeden Fall ein Geheimtipp da draußen. Kanye West hat jetzt keiner genannt. Der gehört zu Ding, zu Dr. Dre in die Sparte, finde ich. Also die sind alle krass und die machen auch heute alle noch krasse Musik, ganz klar, aber ich finde so, keine Ahnung, wenn ich jetzt gesagt hätte, Dr. Dre, Kanye West, Scott Storch, dann denken alle so, ah, okay, alles klar. Ja, wobei Scott Storch, der war jetzt erstmal ein paar Jahre weg, also ich meine, von dem kommt ja auch nichts mehr. Ja, aber das sind so die Klassiker, finde ich, meiner Meinung nach. Ich finde, keine Ahnung, so, die sind immer noch interessant, aber ich finde die anderen interessanter im Moment. Genau. Schaut's bei dir aus? Also Amiland auf jeden Fall, Hitboy, Mike Will Made It, Boy Wonder, ich weiß nicht, ja, OZ sehe ich jetzt mal auch als Ami-Produzent, weil er da im Großteil produziert. Dann, wen haben wir noch? Ich glaube, Kanye würde ich schon noch dazu ziehen, weil ich, also
Ich bin halt, Jesus fand ich ein paar Songs echt krass. Es waren auch so viele Songs dabei, wo ich sagte, okay, ist gar nicht meins, war mir zu abgespaced. Aber allgemein ist er schon auch ein krasser Produzent, so den ich auch immer noch aktuell feiere. So. Hm. Und Warum feierst du ihn? Für was feierst du ihn? Weil Jesus war komplett irgendwie an mir vorbei. So. Ja, aber er setzt Trends, weißt du? Dieses Jesus haben die Leute erst gar nicht gefeiert und jetzt steigen aber alle auf diesen Zug auf, diese Distortion-Sachen. So. Er setzt Trends, bevor die Leute so mehr oder weniger bereit dafür sind schon. Und dann im Endeffekt sagt man, okay, war doch ein krasses Album. Aber ich frage mich immer, ist er das, der dann diese Trends setzt oder ist das nicht sein Team um ihn rum? Weil ich meine, so ein Produzent hat ja bestimmt irgendwie 20 Leute, die da irgendwie irgendwo was Keyboards, also Keys einspielen und so. Er hat da bestimmt so seine Leute, aber ich weiß keine Ahnung, wie das bei ihm ist. So. Ich glaube auch schon, dass, also ich schätze ihn so ein, dass er auch selber noch da mit dran arbeitet. Kann auch, natürlich wird er auch seine Leute haben, die ihm da helfen, so, aber es hat ja jeder. Mhm. Und das waren 5, glaube ich, ne? Und in Deutschland auf jeden Fall Abbas. Macht auch krasse Sachen, hat auch mittlerweile so einen eigenen Style, finde ich, den man auch wieder sehr wiedererkennungswert hat. Dann ja die Qubits-Jungs, Yoshimitsu ist auch sehr krass. Lass mich keinen vergessen. Kali, mit dem ich gerade diese Sachen mache fürs Liquid-Album, da muss man auch sagen, der kommt eigentlich nicht aus dem Hip-Hop, kommt aus dem Pop-Bereich, hat jetzt aber auch zum Beispiel diesen Song gemacht von der neuen Smart-Werbung, die gerade läuft, ist auch ziemlich krass. Und mit dem mache ich jetzt auch gerade viel Hip-Hop so zusammen. Und ein noch. Explosive, stimmt. Genau, das ist krass. Explosive ist auch sehr krass. Ey, ich hab bestimmt, könnte noch 100 weitere nennen, wenn ich mich jetzt so eine Liste an so eine Liste setzen würde. Aber ja, das, also wir haben schon ziemlich krasse Produzenten so in Deutschland, finde ich. Das ist auch viel Konkurrenz. Was haltet ihr denn von dieser Grime-Ecke? Also dieses, was in den USA, was in England so krass groß ist, ja, diese dreckigen, düsteren Beats, die fast gar nicht musikalisch sind. Was Telly Tales hier in Deutschland so ein bisschen umsetzt. Was haltet ihr von sowas? Könnt ihr damit gar nichts anfangen, oder? Also Grime, ich habe das damals, fand ich das ziemlich cool, als so Nate und Telly so um die Ecke kamen, die haben ja viel auf solchen Sachen gerappt. Das fand ich ziemlich krass. Ich glaube, jetzt in Deutschland macht es ja kaum noch jemand, jetzt außer den beiden. Aber ich mag diesen Engländer-Akzent nicht so. Mhm. Ich kann mir das nicht so anhören, weil ich bin so diesen Ami-Akzent gewohnt, wenn ich Musik höre. Und die Beats an sich sind cool, aber ist nicht so meins. Nicht so 100%. Also ich habe ein Jahr, ich frage einfach nach, weil ich hab ein Jahr in London gelebt und die Engländer, die gehen übelst darauf ab. Ja? Man geht in den Club, die rennen die Bude ein, ja, die zerstören alles. Wenn du in Deutschland auf eine Hip-Hop-Party gehst, dann sind da halt irgendwie so die Bitches, die mit den Arsch shaken. Ja? Da sind halt so ein paar Typen, weißt du, man feiert halt und so, weißt du, alles schön und gut, weißt du, aber im Vergleich zu dieser verschwitzten Atmosphäre, In England so ist es halt einfach kein Vergleich. Und Trap ist da, geht um so ein bisschen in die gleiche Richtung. Kann man darauf feiern? Also ist das so Partymusik? Meinst du jetzt dieses Trap? Also ich meine jetzt Rap-Trap. Ja. Rap-Trap, na klar. Voll. Ist ja dafür gemacht. Ja, besoffen im Club und dann kommt Trap sogar so. Da muss man aber auch diesen Stil tanzen. Ja. Was ist das? Die Ellbogen zusammen? Die Amis machen einfach so immer, ne? Diesen Ellbogen. Nice, geil. Also ich feiere das immer, ich feiere das mehr als so diese ganzen R&B-Sachen und so, die im Club laufen. Also ist geil. Darf halt nur nicht zu viel. Das Ding ist, es gibt ja bei diesem Rap-Trap, feiere ich sogar noch mehr als diese, wo nur Beats laufen, weißt du? Es gibt ja auch diese Trap-Sachen, wo die komplett nur aus Instrumental bestehen und die klingen sich dann teilweise sehr ähnlich, weil man bei der Melodie dann immer ein bisschen eingeschränkt ist, damit es auch so nach vorne geht. Und deswegen sind da viele Elemente dann gleich. Also man kann es nicht auf Dauer hören, so ab und zu mal ein bisschen was anderes, aber ja, generell feiere ich schon sehr, sonst würde ich es auch selber nicht machen. Eine schwierige Frage für euch habe ich noch zum Abschluss, und zwar haben wir jetzt über andere Produzenten gesprochen, ja, und ihr habt erklärt, warum ihr die feiert. Erzählt doch mal jetzt, wofür ihr steht und warum man euch feiert, aus eurer eigenen Sicht. Okay. Ich glaube, das ist ganz interessant für die Leute. Das ist immer so schwer, so Eigenlob zu sagen. Also ich finde, unser Sound zeichnet sich so aus, dass es keine irgendwie, also wenn du den Beat anhörst, sagst nicht, boah, das sind übertriebene Bänge, aber es ist einfach so was Eigenes, wo du oft hören kannst und wo du denkst, okay, alles klar, das passt einfach gut mit dem Rapper zusammen, einfach so passende Beats für die Rapper, was nicht jeder macht, auf jeden Fall. Also ich finde, wir haben auf jeden Fall so einen eigenen Sound. Das sage ich ganz ehrlich. Boah, ich finde es extrem schwer, die Frage, muss ich echt sagen. Also die stelle ich am liebsten irgendjemand anderes, dass ich sage, ja, was findest du an meinem Sound krass?
Keine Ahnung. Das ist schön an meinem Job, dass ich andere Fragen darf. Ja, genau. Keine Ahnung. Ich finde diese neue Strukturen, wie zum Beispiel bei diesem Haiwan oder wie zum Beispiel bei diesem 100 Bars, ich glaube, mit der Schiene, da fühlen wir uns eigentlich ganz wohl. Und aber sonst, keine Ahnung, ey, ich könnte es hier nicht sagen, ja, wir machen übertriebene Sachen, das musst du doch raushören. Q-Beat hörst du immer raus, also das kann ich so nicht sagen. Keine Ahnung. Sorry. Du, deine Worte? Also bei mir ist halt auch schwer, weil die Sachen, die kennen die Leute noch nicht, so was jetzt mein eigener Sound ist. Dieser eigene Sound hat sich so in dem letzten halben Jahr, finde ich, sehr krass entwickelt bei mir. Und die Sachen, die jetzt so bis jetzt released wurden, mit denen kann ich mich auch nicht mehr so krass identifizieren. So, aber die neuen Sachen werden schon sehr viel Wiedererkennungswert haben. Und bei diesem Fall auch bei dem Takt 32 Album, was jetzt kommen wird, da haben wir auch so komplett teilweise auf Arrangements so geschissen, auf diese Standard-Arrangements, so einfach komplett andere Sachen machen. So nach dem ersten Part ändert sich der Beat komplett, dann kommt aber die Hook wieder von dem ersten Part und so. Ist ein bisschen durcheinander, denkt man am Anfang, aber es ist halt was anderes einfach und das wird ziemlich geil und ich hoffe, dass es einschlägt. Und du hast ja vor allem immer noch diesen FVN-Stempel, ja? Den musst du ja erstmal loswerden. Ja, ja, aber deswegen, also die Sachen, die jetzt kommen werden, es wird halt gar nicht mehr dieses Düstere sein, so. Ja. Also ganz wenig. Na gut, auf dem Wochenmarkt werdet ihr keine erfolgreichen Verkäufer, aber dafür spricht ja eure Musik für euch so, ne? Genau. Das muss man, als Künstler muss man ja auch nicht reden können, sondern man muss. Ich habe eine Frage an dich, was zeichnet dich denn aus als Moderator? Dass ich unprofessionell bin und dass ich aber gute Fragen stelle. So hoffe ich doch. Auch bei mir würden die Leute keine Fische kaufen. Naja gut, danke fürs Reinschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal, ne? Ja. Ja. Und dann können wir auch den eigenen Sound richtig auseinandernehmen, so nächstes Jahr. Definition finden dafür, gell? Ja, okay. Danke für eure Zeit und wir gehen jetzt Shisha rauchen. Bitte geh mit Shisha.